Herzlich willkommen in der Villa Martha. Heute machen wir einen Schokoladenmalheur mit einem flüssigen Kern. Wunderbare Sache, kann man auch wunderbar die Eltern mit beeindrucken, wenn man die am Wochenende bekochen möchte. Ganz einfache Sache. Zunächst nehmen wir uns einen Topf, in dem wir etwas Schokolade drinnen schmelzen, auf einem Wasserbad, dass der Topf keinen direkten Kontakt mit dem Wasser haben, sodass der Wasserdampf sich gleichmäßig um den Topf schließen kann und es keine direkte Hitze gibt, sodass die Schokolade nicht verbrennt. Zudem nehmen wir 3 Eier, schlagen diese komplett auf in eine Aufschlagschale. Und geben dann den Zucker hinzu. Zu der Schokolade geben wir einen kräftigen Stoß Butter hinzu, dass sie da ebenfalls schmilzt. Das Ganze lassen wir jetzt schmelzen, während wir das Zucker-Eigemisch richtig weiß schaumig schlagen. Das dauert ein wenig. Wenn das Ganze nun richtig schön weiß schaumig geschlagen ist, man kann natürlich auch einfach den Handmixer dafür nehmen, weil das Ganze dauert ca. 5 Minuten. Wenn die Schokolade und die Butter geschmolzen ist, dann geben wir diese hinein und rühren das Ganze um. Schokoladen-Butter-Gemisch sollte nicht zu heiß werden, sonst klumpt das Ganze und das Eiweiß gerinnt, wenn wir es hineinrühren. Jetzt rühren wir das Ganze hinein. Nun geben wir ein wenig Stärke hinzu. Und ebenfalls Kakaopulver. Dieser sorgt für die Stabilität und ebenfalls für den Geschmack des Schokomalheurs. Wenn wir das Ganze nun schön gleichmäßig zu einer homogenen Masse verrührt haben, nehmen wir uns ein klein wenig Pflanzenöl, geschmacksneutral, und verteilen es in der Schale, in diesem Fall ein Tässchen, vorzüglich als Dessert für die Hand, als Fingerfood oder auch in einen Ring, Anrichtering. Man kann natürlich auch eine große Kuchenform nehmen, jedoch beim Schokomalheur ist darauf zu achten, dass man möglichst kleine Portionen, portionsweise das Ganze abfüllt, sodass es gleichmäßig schnell im Ofen gebacken werden kann, sodass wir noch einen wunderbar flüssigen Kern haben. Dann geben wir das Ganze wunderbar in die Förmchen hinein, eingefettet, eingeölt, damit es einfach am Rand sich nach schön lösen lässt. Das Ganze hinein. Da der Teig nicht allzu viel aufgeht, kann man das ruhig recht voll machen. Und nun backen wir das Ganze bei ca. 190 Grad, 3 bis 4 Minuten im Ofen, sodass drin ein flüssiger Kern ist und das draußen richtig schön gebacken ist. Danach muss es jedoch sehr schnell serviert werden, weil das Ganze sonst nachzieht und die Flüssigkeit im Kern verloren geht. So, wenn nun das Ganze im Ofen schön gebacken ist, leicht aufgegangen ist und eine kleine Kruste gebildet hat, nehmen wir uns ein wenig Puderzucker, streuen das Ganze hinauf und dann kann man das so auf dem Teller servieren. Dann haben wir einen wunderbaren, flüssig, leicht flüssigen Kern. Man sieht ihn vielleicht. Einen leicht flüssigen Kern. Hier können wir das Ganze abnehmen. Wenn wir hier reinstechen, haben wir einen wunderbaren, flüssig-cremigen Kern. Herrlich. Ich wünsche einen guten Appetit.